1999. Bei den Nationalratswahlen erzielen die Freiheitlichen fast 27% der Stimmen. Als Zweitplatzierte bilden sie mit der Volkspartei eine Koalition. ÖVP-Parteichef Wolfgang Schüssel wird Kanzler und die freiheitliche Susanne Rispasser wird Österreichs erste Vizekanzlerin. Doch im Hintergrund bleibt es Jörg Haider, der die Strippen zieht. Interne Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung der Partei führen schließlich zum Rücktritt von Rispasser. Es kommt zum Bruch der bestehenden Koalition, zu Neuwahlen und erneut zu einer Bildung einer schwarz-blauen Koalition. Haider spaltet die FPÖ und hinterlässt ihr einen Schuldenberg. Herzlich willkommen bei unserer Dokumentationsreihe Die Freiheit, die wir meinen. Bei den Nationalratswahlen 1999 wurde die SPÖ mit 33% die stimmenstärkste Partei. Trotzdem kam es dieses Mal zu keiner Neuauflage der SPÖ-ÖVP-Koalition. Wolfgang Schüssel, der mit der Volkspartei nur drittstärkste Kraft wurde, erwies sich als geschickter Stratege und trickste sogar den Bundespräsidenten aus. Ja, tatsächlich waren unterschiedliche Koalitionsvarianten im Gespräch. Sogar eine SPÖ-Minderheitsregierung wurde in Erwägung gezogen und natürlich eine Neubelebung der alten Großen Koalition. Jörg Haider aber ermöglichte mit seinem Verzicht auf ein Ministeramt die Regierungsbildung unter ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel. Er selbst blieb Landeshauptmann in Kärnten. Bundespräsident Thomas Klestil musste die Regierung gegen seinen Willen angeloben. Am 4. Februar des Jahres 2000 war es soweit. Linke Proteste auf der Straße und massive Erregung im Ausland bildeten die Begleitmusik bei der Angelobung der ersten schwarz-blauen Regierung. Aber wer war von freiheitlicher Seite Teil dieser Koalitionsregierung? Jörg Haider verzichtete ja auf ein Ministeramt und machte den Wahlverlierer Wolfgang Schüssel zum Bundeskanzler. Dies dürfte wohl der Preis für die ÖVP gewesen sein, dass sie mit den Freiheitlichen eine Koalition einging. Die jahrelange Generalsekretärin und Haider-Vertraute Susanne Rispasser wurde Vizekanzlerin. Ja, tatsächlich zahlten die Freiheitlichen einen hohen Preis für den Eintritt in diese Koalitionsregierung. Nicht nur, dass Haider in Kärnten blieb, auch mussten die Freiheitlichen auf zwei ursprünglich nominierte Minister verzichten. Den Wiener Landesobmann Hilmar Kawas und den Industriellen Thomas Prinzhorn. Beide wurden vom Bundespräsident Thomas Klestil abgelehnt. Weiters mussten die Freiheitlichen die sogenannte Präambel zum Regierungsübereinkommen akzeptieren, die einen Kniefall gegenüber allen Postulaten der Political Correctness darstellte. Dennoch war das freiheitliche Personal in dieser Bundesregierung von unbestrittener Qualität. Mit Susanne Rispasser kam eine energische Frau in das Amt des Vizekanzlers. Ihr zur Seite standen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Verkehrsminister Michael Schmidt, Verteidigungsminister Herbert Scheibner, Sozialministerin Elisabeth Sickel und Justizminister Michael Krüger sowie Staatssekretär Reinhard Wanneck und Staatssekretärin Maris Rossmann. Die erste Phase der neuen schwarz-blauen Koalition im Jahr 2000 war allerdings ganz von den Sanktionen der 14 EU-Staaten geprägt. Diese ungerechtfertigten Sanktionen führten zu einer breiten Solidarisierung der Österreicher mit der neuen Regierung. Die schwarz-blaue Wenderegierung hat es in den Anfangsjahren ihres Wirkens zweifellos geschafft, für den Wirtschaftsstandort Österreich viele positive Maßnahmen zu setzen. Das Budget wurde konsolidiert und Reformen im sozialen Bereich gestartet. Der damalige Nationalratspräsident Andreas Kohl von der ÖVP sprach von einem mühsamen Marsch durch die Wüste Gobi in Bezug auf die Reformen. Aber trotz unbestreitbarer Erfolge der neuen Regierung kam es bald zu unübersehbaren Differenzen zwischen den Koalitionspartnern. Dazu kamen parteiinterne Diskussionen über die ideologische Ausrichtung der FPÖ. Vizekanzlerin Rispasser, die Anfang Mai 2000 von Jörg Haider die Obmannschaft der Partei übernommen hatte, wollte die FPÖ in eine moderne, rechtsliberale Partei verwandeln. Dies wurde von vielen Wählern als Bruch mit den Traditionen des nationalen Lagers empfunden. Dazu kam, dass bereits im Laufe des Jahres 2000 bei Meinungsumfragen ein Absturz der FPÖ erkennbar war. So erwies sich der Wechsel an der Parteispitze von Jörg Haider zu Susanne Rispasser als strategischer Fehler. Der Kärntner Landeshauptmann war zwar formal nicht mehr Parteichef, er blieb aber dennoch die dominierende Persönlichkeit der FPÖ. Und natürlich konnte er es nicht lassen, sich immer wieder auch in die Politik der Bundesregierung einzumischen.
Die Lage der Bundesregierung wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2002 immer ernster. Insbesondere der umstrittene Eurofighter-Ankauf brachte die FPÖ ins mediale Zwielicht. Kein Wunder, dass sich Jahre später ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss und in der Folge auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft mit den damaligen Vorgängen beschäftigen sollte. Im Sommer 2002 spitzte sich die Lage dann dramatisch zu. Ein Jahrhunderthochwasser veranlasste die Regierung, die geplante Steuerreform aus Kostengründen zu verschieben. Nicht jedoch die Anschaffung der umstrittenen Eurofighter-Abfangjäger. Während die blauen Regierungsmitglieder diese Politik, die in erster Linie von der ÖVP betrieben wurde, mitgetragen haben, kam es an der Basis zu heftigem Unmut und zu scharfer Kritik von freiheitlichen Spitzenvertretern wie eben Jörg Haider oder dem Volksanwalt Ewald Stadler. So wurde die Einberufung eines Sonderparteitags gefordert, wobei es am 7. September 2002 zu einem Delegiertentreffen im steirischen Knittelfeld kam. Ein Kompromisspapier zwischen Jörg Haider und Ries Basser, das dort verabschiedet werden sollte, wurde von Kärntner Delegierten Kurt Scheuch aus einem Missverständnis heraus tatsächlich real zerrissen. In der Folge traten dann Parteichefin Ries Basser, Finanzminister Grasser und Klubobmann Westenthaler zurück. Wir nehmen den Hut, wir sagen Adieu. Das veranlasste Wolfgang Schüssel, die schwarz-blaue Koalition vorzeitig zu beenden und Neuwahlen auszurufen. In der FPÖ brach ein politisches und personelles Chaos aus. Ein rascher Obmannwechsel und mehrere Interimsobmänner waren die Folge, ehe dann Herbert Haupt die Partei übernahm. Während die FPÖ bei den vorgezogenen Nationalratswahlen 2002 herbe Stimmverluste hinnehmen musste, profitierte die ÖVP. Tatsächlich vermochte Wolfgang Schüssel mehr als 42% der Wählerstimmen zu erreichen. Auch die SPÖ wurde mit 36% gestärkt, während die Freiheitlichen nur mehr 10% erreichten. Dennoch erneuerte Wolfgang Schüssel nach einem kurzen Techtelmechtel mit den Grünen die schwarz-blaue Koalition mit dem neuen FPÖ-Chef und nunmehrigen Vizekanzler Herbert Haupt. Mit Justizminister Dieter Böhmdorfer, Infrastrukturminister Hubert Gorbach und den Staatssekretären Reinhard Wanneck, Karl Schweitzer und Ursula Haubner konnten diese in den Folgejahren durchaus noch respektable Regierungsarbeit leisten. Dennoch stand diese Regierung Schüssel II, die noch gut 3 Jahre andauerte, unter keinem guten Stern. Die Marschrichtung der Regierungspolitik bestimmte durchwegs die ÖVP. In dieser dramatischen Lage schaltete sich Jörg Haider zunehmend in die Bundespolitik ein und spielte dabei scheinbar immer öfter mit dem Gedanken, die Regierung zu sprengen, um ein weiteres Abgleiten der FPÖ zu verhindern. Personalrouschaden wie die Übernahme des Vizekanzleramtes durch Hubert Gorbach und des Sozialministeriums durch Ursula Haubner konnten an diesem Abstieg der FPÖ kaum mehr etwas ändern. Einzig in Kärnten gelang es Jörg Haider bei den Landtagswahlen im März 2004 mit 42% der Stimmen Platz 1 ganz klar zu verteidigen. Dennoch wuchs der Unmut an der freiheitlichen Parteibasis und insbesondere im Jahr 2004 kam es zur offenen Rebellion im Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament. Jörg Haiders bevorzugte Kandidaten, der bisherige EU-Mandatar Hans Kronberger und der Kärntner Rechtsanwalt Franz Großmann, beide ursprünglich eher aus dem linken Lager kommend, wurden dem nationalfreiheitlichen Publizisten Andreas Mölzer von der EU-Liste vorgereiht. Herr Mölzer schaffte es aber mittels Vorzugsstimmenwahlkampfs, das einzige EU-Mandat für die FPÖ zu retten. Der Bruch innerhalb der Partei war nunmehr vorprogrammiert. Zwar sollte es noch einige Monate dauern, doch am 4. April 2005 war es soweit. Nach langen geheimen Vorarbeiten spaltete Jörg Haider die Partei und gründete das BZÖ, das Bündnis Zukunft Österreich. Wolfgang Schüssel setzte auf Jörg Haider und das BZÖ, womit er innerhalb von nur 2 Jahren sein eigenes politisches Ende herbeiführte. Bei den Nationalratswahlen im Herbst 2006 kam es zu einer vernichtenden Niederlage für die ÖVP und zu einem kümmerlichen Abschneiden des BZÖ. Was aus der von Haider mit Millionen Schulden zurückgelassenen FPÖ werden sollte, erfahren Sie in der nächsten Folge.